Guten Tag, Herr Wössmann. Ich darf heute mit dem diesjährigen Gossenpreisträger sprechen. Und meine erste Frage wäre, ob Sie kurz Ihren Standpunkt zu der nachfolgenden Diskussion über die Wichtigkeit von empirischer Evidenz in der Wirtschaftspolitik erläutern könnten und ob Sie denken, dass es vielleicht bisher vernachlässigt wurde. Ja, ich glaube, in der Forschung haben wir tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel mehr empirische Forschung, gerade in Deutschland. Und ich glaube, das ist sehr gut, weil es rückt eben tatsächlich die Forschung näher an die Realität heran. Das heißt, man muss alle Theorien, die man hat, mit den Fakten abgleichen und sehen, was passt nicht. Und so kommt man dann vielleicht eben auch dahin, sich die wichtigeren Fragen zu stellen, die wirklich auch relevanter sind. Also mich treibt ja immer vor allem um zu verstehen, was den langfristigen Wohlstand von Volkswirtschaften, von Einzelnen bestimmt. Und wenn man sich dann zum Beispiel eben vergewärtigt, dass wenn man die Situation heute mit der vor 50 Jahren, also Anfang der 60er Jahre vergleicht, dann sind die Menschen in Südostasien etwa 9-mal so wohlhabend, wenn man es einfach als Bruttoinlandsprodukt pro Kopf berechnet, wie ihre Vorfahren vor 50 Jahren. Und es gibt andere Gegenden, Subsahara-Afrika, die sind nicht mal 2-mal so wohlhabend, oder auch Lateinamerika nur 2,5. Da sind halt riesen Unterschiede. Und das möchte man natürlich als Wissenschaftler verstehen. Und ich glaube, damit kann man dann auch relevante Antworten machen. Aber die Antworten müssen natürlich mit der Realität passen. Man hat sehr viele Ideen, was vielleicht unterschiedlich ist. Und da kommt eben zum Beispiel rein, das ist ein großer Schwerpunkt meiner Forschung, anzuschauen, wie wichtig die Bildung und die Kompetenzen der Menschen in den jeweiligen Ländern sind. Und da sieht man eben in der Tat, dass wenn man die so misst, dass man nicht einfach nur schaut, wie lange sind die ins Schulsystem gegangen, sondern tatsächlich, was haben die gelernt, wenn man quasi die PISA-Vorgängerstudien, grundlegende Kompetenzen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereich misst, dann kann man damit tatsächlich mehr als 3/4 der langfristigen Unterschiede im Wirtschaftswachstum erklären und dementsprechend kommt man dort Antworten näher, was wirklich wichtig ist, eben zum Beispiel das Bildungssystem. Sie hatten ja als Beispielstudie zum Beispiel Ihre Studien zum Protestantismus und Bildungsniveau genannt. Können Sie da vielleicht veranschaulichen, wie Sie vorgegangen sind und was Sie da für Ergebnisse hatten? Ja, in der Tat, das war, wenn Bildung sozusagen so wichtig ist, wie ich sie jetzt gerade zum Beispiel für das moderne Wachstum genannt habe, dann war uns die Idee gekommen, möglicherweise ist das auch eine Erklärung dafür, warum, wie Max Weber festgestellt hat, die Protestanten in historischer Sicht wirtschaftlich erfolgreicher waren als katholische Gegenden. Und er sagt, das ist eine spezifische protestantische Arbeitsethik, das kennen wir natürlich alle, das ist ja auch eine sinnvolle Theorie, aber eine alternative Theorie wäre eben zu sagen, möglicherweise hat das was mit dem Bildungsniveau zu tun. Und der Hintergrund davon ist, wie wir alle wissen, hat Luther die Bibel aufs Deutsche übersetzt, aber es ist nicht nur das. Er hat eben gesagt, natürlich soll jeder gute Christenmensch diese Bibel selbst lesen können, weil das der direkte Bezug zum Wort Gottes ist. Aber um die Bibel lesen zu können, muss man erstmal lesen können. Und dementsprechend hat Luther auch sehr deutlich Predigten gehalten, dass man, dass die Fürsten Schulen bauen sollen und dass die Eltern ihre Kinder zur Schule schicken sollen, mit dem einzigen Ziel, lesen lernen, um die Bibel lesen zu können. Aber wenn dann eben das den Nebeneffekt hat, dass das auch wirtschaftlich relevant ist, dann könnte das eben möglicherweise den wirtschaftlichen Fortschritt der Protestanten erklären. Und dann haben wir versucht, Daten zu finden, eben empirisch, um das zu überprüfen, was ist denn jetzt relevant. Und das hat sehr lange gedauert, bis wir richtig spannende Daten gefunden haben, weil für Preußen im 19. Jahrhundert es einen wahnsinnig großen Datenreichtum gibt, der allerdings in irgendwelchen Archiven schlummert und wo man auf der Ebene von 450 Kreisen endlich sehr genau weiß, das Bildungsniveau der Bevölkerung, man weiß Alphabetisierungsquoten und ähnliches, man weiß vieles über den wirtschaftlichen Erfolg und eben die Religion, protestantisch, katholisch. Und das ist natürlich gerade in Deutschland, in Preußen, sehr schön, dass es eben ganz unterschiedliche Gebiete gibt im gleichen Land. Und das Spannende ist, dass wir eben erstens in der Tat sehen, da hatte Max Weber absolut recht, dass die Protestanten wirtschaftlich fortschrittlicher waren, aber zweitens eben auch sehen, dass sie wesentlich höhere Bildungsraten hatten. Und wenn man das zusammenbringt, dann können diese höheren Bildungsraten eigentlich komplett erklären, warum oder dass die protestantischen Gegenden erfolgreicher waren. Und möglicherweise bleibt dann nicht mehr sehr viel übrig
für unterschiedliche Arbeitsethiken, um das zu erklären. In empirischen Studien gibt es ja immer eine gewisse Unsicherheit. Und wie geht man damit am besten um? Ja, das ist in der Tat eine große Frage. Ich finde, man sollte eben nie aus einer einzelnen spezifischen Studie versuchen, sozusagen ganz große Schlüsse zu ziehen und der Politik zu sagen, jetzt müssen wir das alles so machen oder so machen. Eben gerade darum, weil natürlich immer Unsicherheiten da sind. Nicht nur die statistischen Unsicherheiten, die wir immer haben, wo wir auch immer klar sagen sollten, sozusagen zum Beispiel, es gibt so und so große Unsicherheitsbänder um die Größe von Effekten, aber auch vielmehr, dass man eigentlich sehen sollte, dass möglichst viele Leute in so einem Bereich forschen und man sich die guten Studien, die es dazu gibt, rauspickt und guckt, ob man insgesamt ein systematisches Pattern findet an Ergebnissen oder nicht. Und so findet man zum Beispiel dieses ein bisschen überraschende Ergebnis, dass zum Beispiel im Schulsystem, wenn man verstehen möchte, wie man möglicherweise die Schülerleistung verbessern könnte, dass also über 95% der Studien in dem Bereich eigentlich tendenziell keinerlei oder wenn überhaupt sehr klein, aber tendenziell gar keine Effekte von zusätzlichen Bildungsausgaben oder auch so Dingen wie kleineren Schulklassen, die natürlich auch sehr teuer sind, finden. Es scheint nicht systematisch so zu sein, dass man einfach nur die Klassen verkleinern muss und dann automatisch die Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch mehr lernen dabei. Und ich glaube, dann kommt man tatsächlich dahin zu sagen, da sollte man sich politisch eben mit überlegen, weil möglicherweise ist das eben nicht der große Hebel, um weiterzukommen. Und dann gibt es eben viele Studien, die zeigen, dass institutionelle Rahmenbedingungen im Schulsystem sehr wichtig sein könnten. Dinge wie externe Abschlussprüfungen, sowas wie ein Zentralabitur, aber gerade auch in anderen Schulbereichen, sind systematisch immer wieder gefunden worden, dass die mit besseren Schülerleistungen einhergehen. Oder auch bestimmte Dinge wie mehr Wettbewerb oder Wahlfreiheit, auch alternative Schulträgerschaften.